Willkommen zu einer weiteren Folge Broforce und die ist direkt am Anschluss. Und das heißt, wir gehen gleich hier weiter, Westvietnam. Oh, diesmal regnet's und es ist kein Sonnenuntergang. Das ist auch mal ein anderes Setting immerhin, so ein bisschen. Und hoffentlich sterbe ich nicht so oft wie in der letzten Folge. Aber, okay, ich bin schon mal nicht gestorben. Und ich habe Schweinchen Babe getötet. Hahaha, voll ausgetrickst. So, jetzt habe ich Blade. Da kann man. Oh mein Gott, ich töte Schweinchen. Egal. Und die Buden stürzen hier. Was hatte der mit der Amerika-Flagge? Vielleicht hat er Angst. Vor den Amerikanern. Hätte ich auch, wenn die mit verrückten Schwertern. Ich würde gerne den Hintereingang nehmen. Oh, das klang jetzt seltsam. Selbst für meine Verhältnisse. Aber egal. Oh mein Gott, hier explodiert ja eigentlich alles. Oh, ups. Granaten haben auf jeden Fall was. Komm. Oh fuck, oh fuck. Aha. Das sind bloß die mit mir kämpfen. Verstehe. Gegen den gemeinsamen Feind. Neuartigen Truppentransporter kenne ich noch gar nicht. Au! Schön zerstören. So. Ich hasse diese Steine. Einfach so viel Dynamit werfen, dass da. Oh, das war schon. Das ging doch jetzt mal easy, würde ich sagen. Ach komm, also ich habe einfach ein bisschen Einspielungszeit gebraucht. Und jetzt läuft es wieder. Und da war ich von der Hand. Ist auch ein Let's Play für echte Männer. Weil echte Männer müssen halt auch mal Durchhaltevermögen zeigen. Die geben nicht gleich auf, wenn sie das 12. oder 15. Mal sterben. Die machen weiter. Und die geben auch ihren verbündeten AKs in die Hand. Und die sind auch Robocop. Und hier ist es mal grün. Alter. Oh mein Gott, so viele Steine von denen habe ich noch nie gesehen. Ah, stirb! Ich glaube, der ist schon tot. Der hat keine Beine mehr. Haha! So. Laufen wir weiter. Ja, das sind echt die beiden aus hier, der blutige Pfad Gottes. Jedenfalls würde das Sinn machen. Das ist, nee, sah nur so aus. Ich dachte, der wäre irgendwie dunkel und nicht so besser. Was machen ihre Granaten eigentlich? Ah, da kommt dieser andere Bro. Von denen. So. Der dann am Schluss mit ihm mitmacht. Guckt euch einfach den Film an. Dann werdet ihr schon verstehen, was ich meine. Und da sterben die. Ich gehe jetzt diesmal oben lang. Komm. Aha! Alter! Diese Steine! Ich hasse sie so sehr.
Oh, da hinten gibt es ein Level-Up. Bin ich bis dahin nur gekommen. Aha! Aha, okay, wir haben wieder hier Rambo. Oder hier Sylvester Stallone oder Bro Stone sozusagen. Okay, der ist weg, würde ich sagen. So, dann laufen wir mal weiter. Oh fuck, oh fuck. Oh cool. Hab jemand neuen freigeschalten. Nicht freigeschalten, ich hab neues zwei. Cool. 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 Der läuft mir doch gerne einfach den. So. Hier. Schön durchmalzen mit Chucken. Oh, 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 oh. Luftschack angefangen. Oh. Al-Qaida, lass mich in Ruhe, du Al-Qaida. Nein, nein, nicht mit mir. Du machst hier keinen Suicide. Jedenfalls keinen Suicide. Und jemanden mitzunehmen. So. Guck mal, was man mit dem coolen Knacken hat. Wenn man gut ist. Es ist ein bisschen noobig. Es kann auch schief gehen, wenn einer schießt, bist du trotzdem tot, aber es funktioniert halt einfach übelst. Naja, ich sag nur so viel. Diesen Trick habe ich von einem Suicide Buggy Squad Mitglied. Sein Name ist Memphis. So, holen wir uns gleich mal ein Leben, auch wenn ich gerne Blade spiele. Oh Mann. Wird man liebsten in Broadhouse. Ich mag den Tür-Dynamit-Mann nicht. Besonders weil ich nicht weiß, wer es darstellen soll. Ich dachte, ich kenne mich mit Actionfilmen aus, ob alt oder neu, aber den kenne ich jetzt nicht, muss ich sagen. Oder ist mir jedenfalls mal nicht bekannt. Alter, diese Roboter. Alter, ist er langsam. Oh mein Gott, ein Raketenwerfer, Dude. Da. Oh, wow, wow, ich dachte. Raketenwerfen heißt aber eigentlich was anderes. So, erstmal ein neues Leben holen, auch wenn Arnie ziemlich gut. Bro Willis. Schon tot. Oh mein Gott, er steht wieder auf. Und er springt weg. Ah. Oh. Oh, okay, ist ja nur eine. Ist ja Kindergarten. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe Robert Rodriguez. Auch bekannt als Machete. Ah, jetzt habe ich wieder Robocop. Aber warte mal. Ja. Fuck! Während ich auf. Ich hab noch gesehen, aber ich dachte, die fliegt durch und fliegt nicht auf den Boden. Ah! Stirbst du jetzt endlich mal? Alter, wie viel hält der aus? Was ist das für ein Dude? Okay, das ist ein echter Endboss nach meiner Meinung. Ist er weg? Ha! Nope! Spring dir in den Abgrund! Hat er Angst gehabt? Ne, gegen die Kettensäge, weißt du? Keine Chance gehabt.
14 Rescues until the next Dingsbums hier. Ne? Waren wir da schon? Ach so, ich dachte, das ist zumindest das Level, aber das ist der Schwierigkeitsgrad, wenn ich das richtig verstehe, oder? Wie ist Dynam? Okay, du kannst wieder. Dann machen wir mal ein leichtes jetzt zum Abschluss noch. So, und dann hauen wir hier mal ordentlich auf den Putz, würde ich sagen. Wag es nicht wieder. Na, komm. Der hat bestimmt noch gelebt. Ich bin sicher. Okay. Ja, ich muss mir hier erstmal hier einen Durchgang schießen. Oh, da hinten kann ich schon wieder nehmen. Das ist natürlich schön. Nett. Ah! Nicht mit mir diesmal. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's überlebt. Nee, deine Besonderheit ist ja, dass die Schüsse hier so ein Zurückband haben, ne? So eine leichte Zielfunktion haben, nach meiner Meinung. Die gehen ja. Okay, das ist Neo, er hat einfach die Nahkampf Attacken auf Doom, der braucht nicht mal ein Schwert, Blade. Der steckt einfach nur mit seinen Fäusten um. Und dann hat er das hier. Okay, das war jetzt ziemlich scheiße. Es ist so eiskalt so. Er kommt angeschoben mit dem Schwert und er nur so. Peng. Das ist wie dieses Karate-Männchen, falls du es immer kennt hier. Das Zeichentrick. Macht er übelst die Kunststücke und der andere nur Revolver raus. Ins Gesicht tot. So, ich brauche unbedingt noch ein neues Leben. Komm. So. Jetzt gehen wir da. Ich kann es einfach nicht. Ich muss einfach noch Zerstörung machen. Wenn schon die Möglichkeit da ist. Zerstörung ist immer wichtig. So. Scheiße. Zerstört hier ja einfach die Brücke. Aber zum Glück brauche ich die Brücke nicht. Ich wusste es. Haha! Ich war noch unverwundbar, du Bitch. Nein! Ah, immerhin Robotor Krieges. Der messerwerfende Verrückte. Seine Messer schneiden anscheinend nicht nur durch. Au! Durch Fleisch, sondern auch durch Menschen. Durch Erde. So. Das ist eigentlich seine Spezialfähigkeit. Oh mein Gott, das ist ja einfach nur Messerhagel. Ah, da ist auch schon der letzte Abschnitt und dann springen auf den Helikopter und fliegen davon. Heieiei. Das ging jetzt echt noch, dieser Abschnitt. 9 more rescues. Verdammt. Verdammt. Ich schaff's nicht. Der fällt vor so viel. Jetzt ist er tot. Ups. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Der throw me nach. Zack. Mit dem Messer fertig gemacht. Robo Bro. So, dann laufen wir hier drüber schon. Nein, ich hab's noch gesehen. Jetzt hab ich zum Glück ein bisschen mehr. Wie soll man sagen? Naja, Durchschlagskraft, ne? So.
Glück ist bei denen die Schlagkraft nicht das Problem, eher die Kadenz. Bei denen ist es nicht die Kadenz. Ah, cool, bei denen hat man sozusagen doppeltes Leben. Ist ja okay. Richtig geil. Der andere schießt ja dann doppelt so schnell weiter, ist ja noch viel besser. Und tschüss! Aber erstmal! Er musste seinen Po sozusagen ins Auge blicken und dann mit dem Messer. Einfach weggenatzt. Easy, Puck, easy. Oh yeah! Zack! Vielleicht mal das neue Leben holen und diesmal wieder. Row Rumbo! So. Ich hätte eigentlich warten können, bis die Dudes sind. Genau, um sowas zu vermeiden. Komm, nur noch 10 Safe, dann habe ich wieder ein Leben. Ah, Indiana Bro. Ob der auch von Harrison Ford gespielt wird? Ah, stimmt, bei dem war es ja die Lenkradkette. So, mal gucken, ob ich da bis zum nächsten Leben komme. Vorher nicht abgerückt wird, wie mein Kumpel hier. Kommt es natürlich auch mal. Oder einfach eine Wohnung unter den Leuten wegschießen. Ja, das geht dann. Oh mein Gott, oh. Ich habe das fast noch gesehen. Es war aber deutlich zu spät, wie ich bemerkte. Noch ein Leben. Oh mein Gott, mein armer Chuck Loris. Ich schieß mir selber die Brücke weg. Oh mein Gott. Oh nein, Leo. Ich sag ja, Neo, weiß ich. Gegen Kamikaze-Huren ist er nicht so gut. Da ist er hier, der hier. Zack, 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 zack. Da ist selbst jetzt hier ein Teammann besser. Was? Hä? Der war vorher aber noch nicht da. Oh mein Gott. Ah, vielleicht sind diese Antennenbeams sozusagen auch, wenn du stirbst, als von Baker nutzbar. Okay, da unten ist neuer Druck. Gegen Raketenwerfer ist Dynamit doch vielleicht jetzt nicht so gut. Aha! Bronen sozusagen. Ah, schade. Da hat sich's ausgebronen. Dabei wollte ich euch doch unbedingt Kunden zeigen. Mit seinen Schauern spricht wie: Nothing can hurt me, only pain. Aber mit dem Flammenwerfer. Ah, okay. Das hätte man sich denken können. Nein, nein, nein! Oh, ich bin doch noch gestorben. Schade. Boah, 17 mehr noch. Heidefick. Und genau. Cool. Boah, schwarz. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal richtig abstellen, wenn ich überlege, wie oft ich bei dem Dreier gestorben bin. Gut. Und ich würde sagen, so sehen wir uns bei der nächsten Folge Broforce wieder.